Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir reden heute über den Sport und was denn eigentlich ein Sport alles raubt an Energien innerhalb des Körpers und da insbesondere natürlich auch im Bereich des Omega-3s. Das Omega-3 im Zusammenhang steht aber auch mit einem Spitzensport, aber auch mit einem erhöhten Verbrauch. Das wollen wir heute ein bisschen anschauen und letztendlich auch sensibilisieren darüber, dass wir unseren Sportlern, jungen Sportlern bis hin zu den Profisportlern auch etwas Gutes machen sollten und hier auch wirklich mit Omega-3 supplementieren sollten. Das Thema werden wir jetzt gleich diskutieren mit dem Herrn, den Professor, der sich da extremst gut auskennt und auch ganz, ganz viele Mediziner immer wieder ausbildet und sensibilisiert über das Thema Omega-3. Es ist der Professor Dr. Clemens von Jacqui, der heute auch da ist. Herzlich willkommen, lieber Vielen Clemens. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Also Sport und Omega-3 ist eigentlich eine Einheit und das dürfte gar nie fehlen. Ist das richtig? De facto ist es richtig. Wir haben das Thema eigentlich aufgemacht durch Messungen am größten deutschen Olympiastützpunkt der Sportkardiologie der Technischen Universität München. Mhm. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhlinhaber deutsche Athleten gemessen, über 100, hauptsächlich Wintersportler, und waren sehr erstaunt darüber, wie niedrig die Omega-3-Spiegel, also die Spiegel von EPA und DHA, bei den Sportlern waren. Das heißt, exzessiver Sport reduziert oder verbraucht mehr Omega-3? Und seitdem hat man das in anderen Zusammenhängen immer wieder und wieder gemacht. Und das Bild, was sich jetzt zusammengefügt hat, ist, dass tatsächlich der Sportler so viele Kalorien verbraucht, dass er auch seine Omega-3-Fettsäuren verbrennt und so an niedrige Spiegel kommt. Niemand hat keine Omega-3-Fettsäuren. Jeder Mensch hat ein Minimum an Omega-3-Fettsäuren. Und woher kommen diese Minimum an Omega-3-Fettsäuren? Die werden wohl im Körper behalten. Da gibt es Mechanismen, die das zurückbehalten, die verhindern, dass es verbrannt wird, verhindern, dass es anderweitig verbraucht wird. Aber Sportler sind ein Kollektiv, was da an die Grenzen geht. Und man weiß inzwischen, dass zum Beispiel über die Saison der Omega-3-Index sinkt. Man weiß, dass die Sportler verlieren und selbst wenn sie supplementieren, nicht wirklich auf angemessene Spiegel kommen. Und deswegen hat man sich dem Thema gewidmet und hat beim Athleten mehrere Untersuchungen gemacht, Interventionsstudien, aber auch andere Untersuchungsformen, und hat eine ganze Menge Erkenntnisse zutage gefördert. Eine Erkenntnis ist, dass das Thema Muskelkater, wer hatte noch keinen Muskelkater? Mhm. Ja? Beim Muskelkater ist es ja so, dass der Muskel durch eine übergroße Anstrengung geschädigt wird. Das erkennt man an der Freisetzung des Muskelenzyms Kreatinkinase. Der Muskel wird dann anschwellen und es wird eine entzündliche Reaktion über den Muskel hinweggehen. In der Zeit ist auch die Kraft eingeschränkt und dann heilt es wieder ab nach ein paar Tagen und die alte Kraft ist wieder vorhanden und die Muskelschäden sind wieder verschwunden, die entzündliche Reaktion ist auch wieder verschwunden. Und jetzt hat man mehrere Studien gemacht und gesagt, okay, jetzt hebe ich mal den Spiegel an. Und man hat festgestellt in mehreren Studien, dass erstens die Schwelle des Muskelschadens höher liegt, deutlich höher, was dazu führt, dass weniger Kreatinkinase ausgeschüttet wird, wenn überhaupt, was dazu führt, dass weniger Schwellung auftritt, was dazu führt auch, dass weniger Entzündung ist und was auch dazu führt, dass der Kraftverlust deutlich geringer ist. Das heißt, wenn man einen Omega-3-Index im Zielbereich hat von 8-11%, wird man weniger Muskelkater haben, das ist nachgewiesen. Und das heißt gleichzeitig, dass zum Beispiel ganz andere Trainingsschemata möglich sind, weil man den Kraftverlust nicht mehr hat. Interessant. Und das hat sich in der Sportlerwelt ein wenig rumgesprochen. Und das ist einer der Gründe,
warum Sportler zunehmend sich selbst supplementieren und messen, um dem Muskelkater zu entkommen. Das ist das eine Thema. Aber das ist auch im Breitensport. Ich meine, ich war gestern 10 Kilometer joggen, vor gestern, und heute Morgen kein Muskelkater. Das habe ich noch nie gehabt. Und ja, ich supplementiere ja jetzt Omega-3 ganz massiv. Ja, es funktioniert. Das ist der Grund. Okay. Das ist der Grund. Da gibt es aber noch mehrere andere Gründe. Und ein Teil der Gründe hat mit dem Gehirn zu tun. Da haben wir zum einen das Thema Hirnschaden, durch zum Beispiel bei den Fußballern, der einen Ball, der auf den Kopf kommt und das Hirn durchrüttelt, oder extremer bei den Boxern und auch zum Beispiel bei den Footballspielern. Das ist am extremsten. Man weiß ja, dass das Hirn eines alten Footballspielers Schäden hat, deutliche Schäden. Und diese Schäden sind verantwortlich für Depression, Demenz und aber schon in einem Demenz schon in einem Alter, das sehr jung ist, 40, 50 Jahre sind Footballspieler manchmal schon, sind sie alt, wenn sie eine Demenz entwickelt haben. Jetzt weiß man, hat man anhand der auch der Spiegelmessungen gelernt, dass höhere Spiegel auch das Gehirn gegenüber Schäden resistenter machen. Das heißt, das Neurofilament Light, das ist ein Biomarker, der anzeigt, dass Hirnzellen zugrunde gehen, wird weniger hochsteigen nach einem Hirntrauma, und die Schäden, die das Hirn erleidet, werden weniger ausgeprägt sein, was sich dann in weniger Demenz und so weiter manifestiert und vor allem während der aktiven Sportlerkarriere auch schon in einer besseren Hirnleistung manifestiert. Das kann man zum Beispiel messen als, hatten wir vorhin, als Reaktionszeit, die ist kürzer mit höheren Omega-3-Index. Man kann es bei Fußballern messen als Effektivität. Das heißt, der Ball kommt, der Ball verlässt den Spieler, das geht schneller. Und diese Fußballspieler werden leistungsfähiger sein. Dazu kommt, dass das Thema Hirntraumata zunehmend Aufmerksamkeit gewinnt. Und zum Beispiel in den Vereinigten Staaten ist für Personen unter 18 Jahren verboten, ist Kopfball zu spielen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die man hier in Europa fürchtet, nicht unbegründet fürchtet, weil dieses Kopfballspiel natürlich das Hirn schädigt. Und man kann dem vorbeugen, indem man den Omega-3-Index im Zielbereich von 8-11% hält und die Hirnschäden dann nicht mehr so zum Tragen kommen. Die Amerikaner sind nicht überall im negativen Sinne fortschrittlich, sondern hier jetzt im positiven Sinne. Und das hört jetzt aber da nicht auf, sondern es geht weiter. Und was mich dann schon fasziniert, ist, dass eben das leistungsfähigere Gehirn sich in einem besseren Koordinationsvermögen auch manifestiert, was ja für viele Sportler von großer Bedeutung ist. Mhm. Und wenn Sie jetzt das zusammensetzen, auf der einen Seite haben Sie einen Muskel, der resistenter ist, und auf der anderen Seite haben Sie eine kürzere Reaktionszeit, ein besseres Koordinationsvermögen. Und ich habe selber es zunächst nicht zusammensetzen können, aber ein Mannschaftsarzt von einem Fußballclub hat es zusammengesetzt und hat gesagt, dann, wenn das so ist, dann müssen sich Athleten, die mit dem Omega-3-Index im Zielbereich sind, die müssen sich weniger verletzen. Und? Ist so, ha? Ist so. Und deshalb das Beispiel ist ein großer deutscher Fußballclub, der sehr erfolgreich war im vergangenen Jahr. War das nicht Leipzig? Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, ja, das war doch von der Drittliga, haben sie ihn raufgekriegt bis in die Champions League. Die haben, dieser Fußballclub hat in der vergangenen Saison den Pokal gewonnen. Und mir hat der Mannschaftsarzt gesagt, dass ein wesentlicher Punkt da war,
dass die letzten 2 Monate der Saison sie keinen einzigen Verletzten hatten. Und man muss dazu erwähnen, dass sie dieses Pokal-Endspiel die längste Strecke nur mit 10 Spielern bestritten haben, nicht mit 11. Und der Mannschaftsarzt sagt, der hat es zusammengesetzt und er sagt, das war der Grund, warum wir den Pokal gewonnen haben. Und während die Saison lief, ist eine Publikation erschienen, die genau zeigt, dass wenn der Omega-3-Spiegel im Zielbereich ist, ist die Verletzungshäufigkeit von Sportlern geringer. Und von den Mechanismen her ist es völlig klar. Aber dazu muss man erwähnen, dass das nicht zulasten der Leistungsfähigkeit der Sportler geht. Die Leistungsfähigkeit der Sportler wird ja durch kardiopulmonale, also durch Herz und Lunge, bestimmt. Und was die Lunge angeht, wissen wir, dass mit höheren Omega-3-Spiegeln das, was Ärzte die obstruktive Komponente, also die eine Lungenveränderung in Richtung Asthma, dass das seltener auftritt. Und das ist übrigens diese asthmatische Reaktion ist der Grund, warum sich die Sportler warm machen, bevor sie aufs Feld gehen, weil ein plötzliches sich Anstrengen häufig eine asthmoide Reaktion der Lunge nach sich zieht. Sie nennen das Exercise-Induced Bronchoconstriction. Auch für den Breitensport, also wenn ich jetzt abends mal hingehe und jogge, eigentlich zuerst aufwärmen. Ja, und der Grund ist, dass eben dass die Lunge in der Richtung reagiert und diese Reaktion fällt deutlich geringer aus, wenn der Omega-3-Spiegel stimmt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Aspekte der Herzfunktion sich verbessern, wie zum Beispiel, dass die Herzfrequenz nach Belastung schneller runtergeht. Das heißt, das Herz erholt sich schneller, ist auch eher wieder bereit, Leistung zu bringen. Und jetzt beginnen auch erste Ergebnisse zu zeigen, dass insgesamt die Leistungsfähigkeit steigerbar ist mit höheren Omega-3-Spiegeln. Das muss aber noch befestigt werden. Also für den Athleten ist es eine ziemlich runde Geschichte, die aber natürlich nicht nur für den Athleten gilt, sondern für jeden Sportler, für jeden, der auf seinen Körper angewiesen ist. Und für jeden, der auf seinen Körper angewiesen ist, ist es natürlich gut, wenn er sich auf seinen Körper verlassen kann, weil er davon ausgehen kann, dass er sich nicht unbedingt beim Sport verletzen wird und keine Schäden davon tragen wird oder ein minimales Risiko für Schäden immer noch, noch hat. Das ist ähnlich wie bei der Schwangerschaft, dass Sie eine, wenn Sie so wollen, Extremsituation für den Körper herstellen. Und in dieser Extremsituation erkennt man die Wirkung der Omega-3-Fettsäuren deutlicher. Also fassen wir zusammen, innerhalb des Sportes, die Muskulatur wird gestärkt, wir sind weniger verletzungsanfällig, also Rekonvaleszenzphasen werden verkürzt. Wir haben hier oben die kognitiven Fähigkeiten im Hirn. Wir sind schneller Reaktionsfähigkeit. Also eigentlich alles Attribute, wo einen guten Sportler ausmachen. Und letztendlich für die ganze Mannschaftsverhalten, letztendlich die Verletzungsgefahr ist verkleinert. Das geht ja um viel Geld sehr häufig im Sport. Das Hirn wird geschützt vor Schlägen. Da noch meine Frage. Oder folgende Schäden. Ja. Folgende Schäden. Wie ist es denn eigentlich bei einem Boxer? Lernt das der Trainer? Weiß er, dass sein Schüler unbedingt diesen Omega-3-Wert anpeilen sollte, um nicht Gefahr laufen, frühzeitig in eine Demenz zu gehen? Also sagen wir so, die Trainer lernen es langsam. Es gibt Sportvereine, die dieses Konzept schon sehr lange einsetzen. Dazu gehört zum Beispiel Athletic Bilbao. Athletic Bilbao hat eine gewisse Besonderheit. Das liegt im Baskenland. Es gibt ungefähr 1 Million Basken. Und aus dieser 1 Million Basken zieht Athletic Bilbao hervorragende Spieler immer wieder heran. Und das Geschäftsmodell ist, dass die dann an andere Vereine verkauft werden. Und davon lebt Athletic Bilbao. Es funktioniert aber nur,
wenn diese aus dieser kleinen Population auch viele Spieler zu ziehen sind. Und sie wissen ganz genau, wie sie es machen. Ich habe mich viel mit dem Mannschaftsarzt von Athletic Bilbao unterhalten und wir lagen komplett auf der gleichen Linie. Wow. Aber das ist ja eigentlich Wissen, das ja jetzt nicht nur im Spitzensport hinausgetragen werden müsste, sondern eigentlich betrifft es uns alle. Es betrifft uns alle. Es kommt noch ein Aspekt dazu. Das ist so eine der Studien, wo ich gesagt habe, wie sie an mich herangetragen worden ist, habe ich gesagt, meint ihr wirklich, dass das ein erfolgreiches Konzept für eine Studie ist? Und zwar war das die Idee, hängen Rotatorenmanschettenrupturen, also schwere Schulterverletzungen, hängen die irgendwie mit dem Omega-3-Index zusammen? Ich habe gesagt, genau. Und das Ergebnis war glasklar, ja. Und es ist ein weiteres Gewebe, was zeigt, dass es stabiler ist, robuster ist, wenn in diesem Gewebe der Omega-3-Index stimmt. Und es ist ein weiteres Gewebe, Schulter, kann auch sagen Knie, was dann eben weniger verletzungsanfällig sein wird. Wir haben jetzt Ende Juli aus einer sehr schönen und hochrangigen Publikation gelernt, dass zum Beispiel auch Beschwerden, die das Kniegelenk machen kann, wenn es so verschlissen ist oder wenn es angeschlagen ist, dass die durch einen Omega-3-Index im Zielbereich minimiert werden. Das bezog sich auf Steifigkeit, Schmerzen und notwendige Medikamente. Und dann habe ich den Mannschaftsarzt von Leipzig gefragt, ob er glaubt, dass das in dem Zusammenhang mit den Fußballspielern auch eine Rolle spielt. Und er meinte, selbstverständlich. Weil natürlich das Kniegelenk im Fußball ein stark belastetes Gelenk ist. Und wenn dieses Gelenk robuster ist, weniger schadenanfällig ist, dann wird der Spieler weniger verletzt sein. Also es ist ein, gerade beim Sport, ist ein schönes, rundes Bild, was sich durch das Konzept entwickelt hat, durch die Messungen, wo wir festgestellt haben, Sportler sind, ist ein Personenkreis mit niedrigen Ausgangswerten. Die Interventionsstudien waren wegen dieser niedrigen Ausgangswerte insgesamt erfolgreich. Es ist ein konsistentes wissenschaftliches Bild entstanden und das setzt sich jetzt mehr und mehr durch, dass Leistungssportler, aber eben auch Freizeitsportler ihren Omega-3-Index in den Zielbereich heben, um besser Sport treiben zu können, leistungsfähig zu sein und Verletzungen vermeiden zu können. Ein wichtiger Punkt noch bei Leipzig, weiß ich noch, die haben auch eine Mikronährstoffanalyse gemacht, aber eigentlich im Umgekehrten sind zuerst Omega-3-Pegel rauf und dann die Mikronährstoffe auffüllen. Weil du hast mir mal gesagt, umgekehrt geht's nicht. Und das fand ich ja auch spannend, weil wir schlucken weiß Gott was alles heutzutage an Nahrungsergänzungsmittel. Aber wenn der Omega-3-Pegel nicht stimmt, dann geht's auch nicht, kannst der Körper nicht aufnehmen. Dann nimmt es der Körper nicht in der gleichen Willigkeit auf, sage ich mal. Ja. Das ist ja auch schade. Schade fürs Geld, oder? Schade fürs Geld, ja. Jetzt hast du immer auch wieder die Muskulatur, Verletzungsanfälligkeiten gesagt, aber auch Demenz, Hirnproblematiken bei Schlägen. Und in einem Zwischensatz außerhalb unserer Sendung hast du mir gesagt, es gibt eigentlich zwei Gründe für Menschen, in ein Pflegeheim zu kommen. Entweder gebrechenmäßig, körperlicher Natur, und das andere ist Demenz. Ja, aber mein Gott, beide Sachen hätte mir selbst in der Hand. Es ist so, dass man bei älteren Leuten festgestellt hat, dass was man als altersabhängigen Muskelabbau bezeichnet, der wird ja als gegeben angenommen, dass sich dieser altersabhängige Muskelabbau durch Omega-3-Fettsäuren nicht nur bremsen lässt, sondern auch umkehren lässt. Tatsächlich. Und das liegt an bestimmten Veränderungen der Proteinsynthese im Muskel. Das heißt, der Muskel erhält sich selbst besser. Und das führt bei den Sportlern zu längeren Karrieren. Ja, weil
die Muskelkraft länger erhalten bleibt. Mhm. Und zusätzlich ist es so, dass wir von Hirnuntersuchungen wissen, dass was man als altersabhängigen Hirnabbau bezeichnet, dass das nur zum Teil ein altersabhängiger Hirnabbau ist. Zu zwei Dritteln ist es eine Manifestation des Mangels von Omega-3-Fettsäuren. Und wenn man jetzt vermeiden möchte, ja, wenn man das auch wieder nebeneinander legt und sagt, welchen Schluss ziehe ich daraus für mein späteres Leben, dann kann man sagen, ich würde es gerne vermeiden, schwach zu werden, und ich würde es auch ganz gerne vermeiden, dement zu werden. Und das sind die beiden Gründe, die die Leute ins Pflegeheim bringen. Weil sie die Muskelkraft nicht mehr haben und oder weil sie die geistige Leistungsfähigkeit nicht mehr haben. Und so kann man sich da selber in meinen Augen doch etwas Gutes tun, dass man sagt, also ich vermeide das Pflegeheim, solange es irgend geht. Es gibt Leute, die sagen, also Frauen, Sie möchten diese Fledermausmuskeln nicht haben, und der Erhalt der Muskelmasse beugt dem dann eben auch vor. Oh, auch? Ja, ja. Das heißt, der Körper altert von der Form her, von der Muskulatur her, in ganz anderer Weise. Und das ist, finde ich, schon spannend. Ja, ja, jetzt. Für einen Kardiologen ist die Körperform von untergeordneter Bedeutung. Ja, ich bin Kardiologe, und für mich ist das Herz wichtiger, für mich ist Leben und Tod wichtiger. Aber andere Leute haben andere Prioritäten, und das sind vielleicht dann die. Wir haben angefangen über Sport, und da ist eigentlich alles klar, dass es eigentlich für jeden Sportler bedeutsam ist und für uns Eltern auch wichtig ist, unseren Kindern mitzugeben, damit sie wirklich optimale Leistung haben, möglichst kleine Verletzungsgefahr und hier oben doch noch alles gut bleibt und gesund ist und sich auch weiterhin gut entwickeln kann. In anderen Sendungen hast du ja gesagt, ein hoher Pegel von 8-11% ist ja für unser Hirn, für schulische Leistung, für Intelligenz und, von großer Bedeutung. Auf der anderen Seite haben wir die ganze Gefahr nicht mehr von Muskulaturproblematiken und. Also es ist eigentlich eine absolute Basismedizin innerhalb der Medizin, aber auch in der Prävention für jeden Zuschauer, unabhängig vom Sport. Am Sport kann man es in exemplarischer Weise lernen, weil eben Sportler ihren Körper sowohl physisch als auch mental in besonderer Weise beanspruchen und sich dort Mängel am ehesten manifestieren, man sie am ehesten erkennen kann. Mhm. Aber gelten tut es selbstverständlich für jeden Einzelnen. Ich habe noch gesagt, also du vorher noch, einen gewissen Sportler habt ihr zwar supplementiert, aber die Werte sind trotzdem gesunken. Ja. Wie macht ihr das jetzt? Könnt ihr es halten bei den Sportlern? Durch hohe Dosierungen, ja. Mhm. Also dann müsst ihr halt wirklich 3-4 Gramm jeden Tag geben. Und dann verbrennt er einen großen Teil und ein Teil bleibt, oder? Richtig. Also besonders deutlich ist es nicht nur bei Fußballspielern, sondern auch bei Tennisspielern, die ja ein hohes Maß an mentaler Leistungsfähigkeit auf dem Platz brauchen, weil Tennis setzt ein hohes Maß an Koordination voraus und so weiter. Und man sieht dann, wie sich ein Tennisspieler entwickelt. Das ist, da kann ich jetzt keine Namen nennen, aber ich... Ja, aber es gibt solche, ja. Es gibt solche. Die kommen und bleiben, und andere kommen und gehen gleich wieder. Genau. Und viele kommen erst gar nicht. Mhm. Ja, weil sie sich so trainieren und so viel Kalorien verbrennen und zu wenig substituieren. Und deswegen ihre Möglichkeiten beschränkt sind. Ja. Beschränkt sind. Ja. Und da kommt die Verletzung und dann ist ganz vorbei. Ja. Unfassbar bedeutsam, auch wieder diese Sendung, lieber Clemens. Kann das gar nicht. Es ist so exemplarisch, und man kann daran viel lernen, für alle anderen auch. Dass wir uns so wenig Gedanken machen um Omega-3, hat einfach auch mit dem zu tun, dass alle schreien, dass eine ausgewogene Ernährung alles beinhaltet und das Supplementieren völlig unnötig ist. So steht es auf Wikipedia, habe ich heute extra nochmals nachgelesen. Also völlig ein Irrwitz. Ich habe mir meine Mikronährstoffe gemessen, obwohl
ausgewogen und überwiegend Demeter- und Bionahrung, nur Mängel ohne Ende überall. Also das sind einfach Fakten übers Messen. Aber ist halt so. Also da führen uns natürlich die Ernährungsforscher ein wenig hinters Licht, weil sie immer von der ausgewogenen Ernährung sprechen, aber niemand weiß, was eine ausgewogene Ernährung ist. Mhm. Und wenn ich das nicht definiere, kann ich eigentlich nicht davon sprechen, wenn ich gar nicht weiß, was es ist. Auch als wenn ich als Wissenschaftler nicht weiß, woran ich forsche, dann kann ich keine belastbaren Ergebnisse produzieren. Mhm. Also da stoche ich nur im Nebel. Tja. Und dann herzugehen und sagen, wenn es eine ausgewogene Ernährung ist, kann kein Mangel da sein, ist schon eher hanebüchen. Aber wenn wir das auf Omega-3 beziehen, du hast mir mal gesagt, 100 Gramm Lachs hat vielleicht noch 1,5 oder 2 Gramm Omega-3 drin, das würde ja bedeuten, ich müsste jeden Tag ein 100 Gramm Lachs essen. Weil in anderen Lebensmitteln außerhalb des Fisches habe ich ja praktisch nichts drin. Also EPA und DHA findet man außerhalb von Fisch so gut wie nicht. Mhm. Und Fisch ist als Quelle auch nicht optimal, weil langlebige Raubfische sowie Thunfisch oder Schwertfisch enthalten zwar EPA und DHA, sind aber belastet mit Quecksilber und mit organischen Toxinen. Mhm. Lachs kommt häufig aus der Zucht und enthält abnehmend Omega-3-Fettsäuren. Und an das Fett der Makrele kommt man manchmal auch nicht, weil es bei der Zubereitung verschwindet. Mhm. Und deswegen ist in meinen Augen der Fisch als Quelle nicht mehr geeignet, so gut geeignet, wie er wahrscheinlich früher war, als er noch unbelastet war, als er noch mehr enthalten hat. Und letztlich muss man in meinen Augen die Nahrungskette verkürzen und sagen, ich halte mich gleich an das Fischöl oder eine andere Quelle, ein anderes Supplement, Algen, um meinen Omega-3-Bedarf zu stillen. Bei den Algen hat es natürlich noch den Vorteil, dass es die Nahrungskette der Fische nicht belastet, auch die Umwelt nicht in dem Maße belastet, weil das ja eine biosynthetische Herstellung ist. Und da wird letztlich aus Zucker Fett gemacht und von den Algen. Und dann wird im Herstellungsprozess dieses Fett aufgereinigt und die Omega-3-Fettsäuren werden herausgezogen und der Rest ist Biodiesel. Das ist ökologisch eigentlich gut gemacht. Ja, es ist gut gemacht. Und 100% auch schwermetallfrei. 100% schwermetallfrei. Was ich mit dem eigentlich sagen wollte, auch wenn wir jeden Tag 100 Gramm Fisch essen würden, aber das machen wir nicht, hätten wir eigentlich keine Chance, unseren täglichen Bedarf zu decken. Das ist richtig. Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass viele Leute gar keinen Fisch essen. Und zwar insbesondere die jungen Leute und bei den jungen Leuten insbesondere die Frauen. Mhm. Und dann noch die Veganer und Vegetarier, die haben noch mehr Mängel. Noch mehr Mängel, du hast immer wieder gesagt, der Wert von 8-11% ist das, was wir haben müssen, weil das ist auch das, was innerhalb von einer Schwangerschaft im Fötus drin ist, was das Baby hat während der Stillzeit, das sind die 8-11%. Wenn die Mutter es hergeben kann, ja. Wenn sie es hergeben kann in dieser Plünderung. Das heißt, wir sollten auch 8-11 anstreben. Wie weiß ich, dass ich 8-11 habe? Das kann man alles nur durch Messen feststellen, durch standardisiertes Messen. Und dafür kann man sich entweder beim Arzt Blut abnehmen lassen. Er schickt es dann zu Omega-Matrix oder einem anderen Labor, das den HS-Omega-3-Index misst. Gut, ich muss also zum Arzt gehen und sagen, ich will den HS-Omega-3-Wert wissen. Den HS-Omega-3-Index wissen. Oder man macht einen Selbsttest, wie ich ihn mitgebracht habe. Den kann man sich bestellen, zum Beispiel bei omegametrix.eu und kann dann sich wie bei einer Blutzuckermessung in den Finger stechen, einen Tropfen Blut auf ein Filterpapier geben und das zu uns schicken. Und dann kann man sich das bei uns messen lassen und erläutern lassen, was die Messung bedeutet. Manche andere Labore bieten einen Omega-3-Index an. Die Messwerte stimmen nicht mit unseren Messwerten überein. Und ohne standardisierte Messung haben die Messwerte keinen Bezug zu den wissenschaftlichen Daten. Und die wissenschaftlichen Daten stellen die Grundlage und den Wert dieser Messungen dar. Mhm.
Darf ich noch fragen, wie viele Studien hast du bei Omega-3 schon mitgewirkt? Ach, das überblicke ich nicht mehr. Wir haben knapp 400 Publikationen auf Basis unseres Messverfahrens. Und deswegen wissen wir sehr genau, was die Messergebnisse bedeuten und wofür sie bedeutungsvoll sind. Und was uns halt immer wieder erstaunt, ist die Breite der Themen. Es geht ja von Herz über Hirn bis zu Themen, auf die ich selber niemals gekommen wäre. Und überall stellt sich heraus, dass die Zusammensetzung der Zellmembran, dass die Fettsäuren in der Zellmembran über die Gesundheit entscheiden. Und insbesondere da sind es da eben EPA und DHA, die wesentlichen Omega-3-Fettsäuren. Weißt du, was ich mir wünschen würde, ist, dass jede Apotheke jeden Gast, der kurz reinkommt, einen Omega-3-Test machen würde. Das wäre schön. Das ist Zukunftsmusik. Aber die Prävention schlechthin. Da habe ich am meisten davon. Also ich meine, die machen den Test, sagen, okay, der ist zu tief. Dann kann man ja gleich die Flaschen kaufen oder die Mittel, wo man braucht, ist ja auch im richtigen Ort schon wieder. Oder? Also es wäre eigentlich eine runde Sache. Das Gesundheitswesen will massiv entlastet werden. Die Gefahr, dass irgendeiner von unseren Zuschauern in einem Pflegeheim landet, wird nochmals um 60-70% kleiner. Über Muskulatur und Demenzwahrscheinlichkeit, also ich meine, wo denn sonst? Da sind wir noch nicht, da wollen wir hin. Und, also jeder Apotheker, der gerade zuschaut, kann sich bei euch melden. Gerne. Das ist die Innovation. Die Daten haben wir. Und wir haben auch das Bewusstsein bei den Leuten draußen. 80% wissen, dass Omega-3-Fettsäuren gut sind für Herz und Hirn. Mhm. 80%. Aber dieses Wissen wird nicht umgesetzt. Mhm. Und zum Umsetzen dieses Wissens, denke ich, wäre eine Messung geeignet, um einem zu zeigen, da stehst du. Und du brauchst keine Supplementation oder doch? Mhm. Ja? Absolut, absolut. Und nochmals aus meinen persönlichen Erfahrungen heraus, einfach nur zu machen, ohne zu messen, da bin ich heute total dagegen, weil ich ja auch schon gesehen habe, dass man nimmt und es nicht wirkt, weil man zu wenig hat individuell bezogen oder es wirkt zu extrem, wie in einem Fall in unserer Familie, wo es plötzlich Herzklopfen gibt und zu hohe D3-Werte. Man muss sagen, das ist einfach nur Fahrlässe. Das darf man nicht machen. Also ich denke, es ist klar geworden, wir reden von wirksamen Substanzen. Mhm. Und in der Biologie ist es immer so, etwas, was eine positive Wirkung hat, kann auch negative Wirkungen haben. Das ist selbst beim Wasser so. Wenn ich zu viel Wasser trinke, bekomme ich auch Schwierigkeiten, sowohl ja, vom Herzen als auch vom Hirn und ein paar andere Dinge. Mhm. Ja, ich kann mich sogar allein umbringen, wenn ich zu viel Wasser trinke. Mhm. Ja, das heißt, beim Wasser reguliert es der Körper selbst. Bei den Omega-3-Fettsäuren muss ich messen, um es regulieren zu können. Was mir auch so auffällt in unseren Sendungen, wenn du redest, messerscharfe Formulierung. Danke ganz herzlich, lieber Clemens von Jacqui, war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir sind weit über das Thema Sport hinausgegangen, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass jeder, der jetzt aufmerksam zugehört hat, auch verstanden hat, um was es geht. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.